Zu Wort ist nun niemand mehr gemeldet. Damit ist die Debatte geschlossen. Wünscht der Herr Berichterstatter das Schlusswort? Das ist nicht der Fall. Damit gelangen wir zur Abstimmung über den Gesetzentwurf samt Titel und Eingang in 2583 der Beilagen. Bitte jene Damen und Herren, die das Unterstützung um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist einstimmig so angenommen. Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. Der Gesetzentwurf ist in dritter Lesung einstimmig angenommen. Damit das heißt mehr Energieeffizienz bei der Nutzung von Mobilfunkfrequenzen.